Ja, hallo Schachfreunde, da sind wir auch schon wieder mitten in der Partie, der Revanche-Kampf gegen Niklas Hülschenbeet. Und ich muss sagen, ich bin da sehr gespannt drauf. Ihr bestimmt auch. Und ja, es war mal wieder Zeit, sich vorzubereiten. Was wird er spielen? Ich denke, er bleibt seinem Sizilianer treu. Ich habe mich hier ein bisschen vorbereitet und werde heute was ganz anderes spielen, als ich sonst spiele. Und zwar, wenn Sizilianisch aufs Brett kommt, dann will ich die Variante mit B2, B4 spielen. Ich sag's gleich, es ist eher unseriös, aber in meinen Trainingspartien, die ich damit gespielt habe, habe ich am Damenflügel immer viel Raum bekommen und meine Figuren konnten da auch spielen. Die schwarze Stellung ist in den Varianten oft eingeengt und naja, schauen wir es uns einfach mal an. Ich werde mit dem Bauernzug nach E4 beginnen und erwarte jetzt einfach mal, dass er den Bauern nach C5 zieht. So, da haben wir es auch schon auf dem Brett. Normalerweise spiele ich hier gerne den Springer nach C3, aber diesmal den Springer nach F3. Es folgt dann D6. Und nun, ja, Bauer auf B4. Noch kann ich mich umentscheiden. Ich gebe auch gerne das Schach auf B5 mit dem Läufer. Aber B2, B4, wenn ich schon einige Partien damit gespielt habe und mich darauf vorbereitet habe, dann sollte ich das auch spielen. Also Bauer auf B4. Und mal schauen, wie er darauf reagiert. Er wird wahrscheinlich den Bauern rausnehmen. Das ist das, ja, Konsequenteste, hat er auch gemacht. Ja, und ich bleibe meinem Motto treu und spiele hier den Bauern nach A3. Und ja, den könnte er jetzt auch rausnehmen. Ich denke, dann ist der Damenflügel relativ offen. Und ich bekomme meine Figuren recht schnell ins Spiel. Aber er hat natürlich auch die Option, einfach den Springer nach C6 zu ziehen. Schwarz darf natürlich nicht die Entwicklung einfach so, ja, den Bach runterlaufen lassen. Er muss sich auch um die Entwicklung kümmern. Ja, Springer auf F6 wurde gespielt. Und jetzt ist die Frage, was ich hier machen soll. Ich denke, ja, den Bauern auf E4 kann ich hergeben. Ja, A schlägt B4, halboffene Turmlinie. Also es ist jetzt vom Eröffnungswesen her natürlich absolut unseriös, was ich hier spiele. Aber ich glaube fest daran, dass ich hier am Damenflügel mein Spiel finden werde. Ist nur die Frage, man gibt so einen Zentrumsbauern ja eher ungern her. Läufer auf B5 finde ich ganz gutes Schach. Ich muss meine Entwicklung voranbringen und die Rochade spielen. Wenn er den Bauern auf E4 nimmt, dann will ich auf jeden Fall etwas dafür haben, für den Zentrumsbauern Entwicklungsvorsprung. Ich möchte am Damenflügel spielen. Die Idee ist natürlich langfristig, hier die Linien zu nutzen, A und B. Ja, er zieht den Läufer dazwischen, dann nehme ich den Läufer einfach mal raus. Und mal schauen, mit was er zurücknimmt. Und ich denke, danach kann ich entweder auf B4 den Bauern nehmen. Das ist eine Sache. Oder die Rochade ausführen. Ja, er nimmt mit dem Springer zurück. So, jetzt muss man da natürlich mal ein bisschen schauen, wie wir hier die Figuren ins Spiel bringen. Also, weiß ist hier natürlich ein Bauern hinten. Naja, nimmt hier raus und jetzt rochiere ich natürlich. Ich muss ja irgendwas machen, meine Entwicklung irgendwie voranbringen. Also, Entwicklungsvorteil habe ich hier definitiv nicht. Ich habe hier einfach einen Bauern weniger. Aber ich versuche, so schnell wie möglich Raum zu gewinnen und ja, diesen Raum zu nutzen mit meinen Figuren, wie der schwarzfeldrige Läufer auf F8 ins Spiel kommt, das ist noch so ein bisschen die Frage. Der König, der Schwarze, der muss auch rochieren. Okay, er spielt E6. Ja, und kommt dann vielleicht C4. Ja, vorher mal D3. Den Springer wieder ein bisschen zurückbringen. Und dann C4 folgen lassen. Wie gesagt, ich möchte den Raum am Damenflügel erhalten. Ist nicht so einfach.
man hier. Ja, gut, also es ist anders als in der anderen Partie, muss ich hier auch ein bisschen rechnen, weil, ja, ich muss wissen, wie ich meine Figuren rauskriege. Ich denke, Läufer auf F4 kann demnächst kommen. Sieht komisch aus, aber ja, Läufer F4 habe ich in vergangenen Partien öfters mal gespielt. Der Läufer stand dann auf den ersten Blick relativ komisch da, aber hat dann trotzdem seine Wirkung entfaltet. Aber ja, ich werde wohl wahrscheinlich C4 spielen und meinem Setup treu bleiben. Ja gut, Läufer auf E7. Die Frage der Läuferentwicklung hat sich hiermit erledigt. Schwarz kann nun auch rochieren. Und ich werde, denke ich, jetzt erstmal weiter mit der Entwicklung machen. Springer C3, er rochiert auch direkt. Und Läufer F4 ist jetzt das nächste, was ich hier so im Kopf habe. Für mich ist natürlich auch das Feld B5 mit dem Springer wichtig. Dame B3. Und ja, Läufer E3 bzw. Läufer F4 zunächst einmal einfach Figuren an den Damenflügel bekommen. Springer auf D4 kann dann auch noch folgen. Also ich möchte ganz klar am Damenflügel spielen. Ich habe die halboffene Turmlinie auf der Linie A, aber das kann ich noch nicht so nutzen. So, also Setup von mir, Läufer F4, Dame B3 und dann vielleicht ja, den Turm auch noch auf B1, aber es ist noch nicht so richtig klar, ob mir das Vorteil verspricht. Ich muss aufpassen, dass die Stellung sich nicht ja, zu verkeilt. Ich muss das Spiel auf jeden Fall dynamisch halten, um hier irgendwie Kompensation für den Bauern zu erhalten. Aber ich glaube, das sieht noch recht passabel aus. Bis jetzt, ja, muss ich noch nicht so schwitzen. Ja, Läufer F4. Mal schauen, wie er darauf reagiert. Er braucht ein bisschen länger. So. Was hat er denn für Züge? Ah, okay. Ja. A6. Ja gut, das nimmt mir natürlich auch das Feld B5. Ganz geschickt gemacht. Aber ich spiele meine Dame auf das Feld B3. Ich denke, da steht so gut. Das sind dann auch die Türme miteinander verbunden. Und das ist auch der Flügel, an dem ich spielen möchte. Und mit Weiß muss ich etwas aufpassen, dass Schwarz nicht am Königsflügel, also am Königsflügel gegen meinen König, irgendwie arbeitet, weil das ist so ein bisschen das Manko in der Stellung. Ich hoffe ja, dass Niklas hier am Damenflügel ebenfalls spielen wird und das Spiel sich direkt dorthin verlagert. Dort an diesem Damenflügel, da habe ich mehr Raum und ich glaube, da könnte was für mich drin sein. Wie gesagt, es ist natürlich alles sehr spekulativ, was ich hier mache. Okay, Dame auf B6. Ja, jetzt kann natürlich demnächst irgendwann auch mal D5 kommen mit Doppelangriff auf den Bauern auf B4 mittels Läufer und Dame. Aber gut, zunächst einmal will ich ja Raum haben. Ich werde den Bauern auf D4 ziehen. Ich muss nur schauen, dass hier alles passt. Ja, so Geschichten wie E5 können folgen. Im Prinzip muss Schwarz hier einfach nur die Bauern abtauschen und den Mehrbauern im Endspiel verwerten. Das darf ich nicht so einfach zulassen. Ja, aber ich denke D4, das passt. Genau. Das ist okay. Und jetzt denke ich mal, wird Niklas einfach mal einen Turm auf die halboffene C-Linie setzen. Ich glaube, das ist sehr sinnvoll. Und einfach Druck gegen den Bauern C4 ausüben. Ja, es ist doch alles sehr wackelig, was ich hier auf dem Brett habe. Aber ich glaube, ja, viel ausrichten kann er momentan auch nicht. Also der Bauer auf C4, der ist ausreichend gedeckt. Und was ich hier auch gerne mache, das ist hier den Turm nach A5 ziehen in solcherlei Stellungen, wenn die fünfte Reihe noch nicht so besetzt ist. Ich glaube, das ist okay. Sieht auch immer sehr krumm aus,
Aber ich möchte meine Figuren, wie gesagt, am Damenflügel platzieren. Ich möchte am Damenflügel spielen. Vielleicht noch den Turm F auf A1 stellen. Aber auch mit Ideen wie C4, C5 spiele ich. Die Dame auf B6, die muss ein bisschen aufpassen. Denn so richtig viel Felder hat sie nicht. Okay, jetzt spielt die Dame auf C6. Macht auch Sinn. Greift den Baron C4 an. Und den ziehe ich natürlich nach C5. So, und den wird er wahrscheinlich rausschlagen. Bin ich mir eigentlich ja, sollte er schon rausschlagen. Ne, ich glaube, das ist sogar Pflicht. Nimmt. Ich mache mal einen Pre-Move. Okay, also ich denke, er muss rausschlagen nach beispielsweise D5. Gibt er mir praktisch die Läuferdiagonale und seine Dame steht da richtig eingeengt. Es würde folgen B4, B5. Mit der Idee, Springer schlägt B5 und Springer auf A7. Doppelangriff auf Turm C8 und Dame auf C6. Die Dame hat keinerlei Felder, auf die sie sich zurückziehen kann. Verhindert er den Turm, ne, verhindert er den Springerzug nach A7, dann mittels Turm auf A8 beispielsweise, um vielleicht ein Rückzugsfeld für seine Dame zu bekommen. Dann kommt trotzdem Springer auf D7 und die Dame hat immer noch kein Rückzugsfeld, weil weil der Springer auf A7 trotzdem das Feld C8 deckt. Also ich denke mal, Niklas wird das alles sehen und den Bauern rausnehmen. Oder er lässt es einfach stehen. Ja, nimmt. C schlägt D6. Dame schlägt C3. Dame schlägt C3. Turm schlägt C3. D schlägt C7. Ja, das kann er nicht zulassen. Na, ja, ich nehme an, er nimmt den einfach raus. Den Bauern. Ja, dann können so Geschichten von ihm kommen wie B7, B6. Turm schlägt A6, droht dann zwar, aber dann kommt der Springer trotzdem noch rein. Ja, hier ist schon richtig was zu rechnen. Ja, ich muss erstmal abwarten, was er überhaupt zieht. Ja. Also ich denke, von der Stellung her hat sich das Spiel nun wie gewünscht an den Damenflügel ja verlegt. Jetzt muss ich hier bloß ganz konkret auch was vorweisen. Wie gesagt, ich habe immer noch den Bauern weniger. Oh, oha, er zieht vorbei. Habe ich hier was übersehen? Dame hat keine Rückzugsfelder. Was ist denn jetzt hier? B5 schlägt, Springer schlägt. Was ist denn? Ja, zieht die da. Er muss im Prinzip auf B5 nehmen. Dame hat keine Rückzugsfelder. Es folgt Springer schlägt. Springer schlägt B5 und Springer A7. Eigentlich, also ich sehe hier nichts. Was, ja, ich glaube nicht, dass ich hier was übersehen habe. Also B4, B5, das ist der Zug und ja, den werde ich jetzt auch einfach mal ausführen. Ja, nimmt auch direkt zurück, okay. Und da nehme ich natürlich mit dem Springer und bin gespannt, was Niklas hier drauf antwortet. Wie gesagt, Turm auf A8 kommt trotzdem, Springer auf A7, der Turm müsst rausnehmen, Turm nimmt zurück, Turm auf der siebten Reihe, der Läufer auf F4 steht grandios. Also ich glaube, das war nicht so gut von Niklas, aber vielleicht irre ich mich da, was könnte er sonst noch machen? Gut, er könnte natürlich reinopfern auf C5. Ja, das könnte er machen. Wenn er mit dem Läufer reingeht, dann ist das Feld A7 gedeckt. Ich nehme zurück, er kriegt zwei Bauern für die Qualität. Er hat dann den B7 Bauern und natürlich den potenziellen Freibauern, der hier rennen kann auf D5. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Na, schauen wir mal, was er spielt. Ja, mit Dame C6. Denke, das war noch okay. Der Fehler, der ist wirklich der Bauernzug nach D5, das sah einfach seltsam aus. Also vielleicht war es auch ein Slip, vielleicht wollte er auch einfach nur auf C5 schlagen und hat einfach die Maus auf dem falschen Feld losgelassen. Na gut. Da müssen wir mal abwarten, was er spielt. Ja, also ich glaube nicht, dass
dass diese Stellung jetzt so unglaublich aufregend ist. Um hier, ja, er nimmt mit dem Springer raus. Den Springer nehme ich natürlich zurück mit dem Bauern. Ja, kommt nichts. Ja, Läufer deckt mir natürlich das Feld A7 ab. Okay, jetzt muss ich natürlich schauen, wie ich meine Figuren weiter ins Spiel bekomme. Ich denke, ich spiele den Springer nach E5. Greife die Dame an. Was würde nach Springer D4 folgen? Ja, die Bauern könnten mir trotzdem noch Probleme machen. Also, es ist nicht so die Art von Stellung, die ich gerne spiele. Das macht wenig Spaß. Ja, okay, also Springer E5, das soll schon sein. Dame auf B6 wahrscheinlich dann mit Angriff auf den Bauern F2 und Angriff auf den Turm A5. Sehr wahrscheinlich. Und mein Springer wäre auch noch gefesselt, aber okay. Ja, okay, jetzt ist wichtig. Ich kann natürlich nicht einfach den Turm F1 nach A1 ziehen, wäre schön, Turmverdopplung auf der A-Linie, aber da würde einfach mein Bauer auf F2 hängen, geht nicht. Mein Turm auf A5 hängt gerade und mein Springer ist gefesselt. Das ist alles nichts, ich ziehe den Turm zurück auf A2, ich glaube, das ist am sichersten. Und mal schauen, was er antwortet. Ja, die Zeit verrinnt auch. Ich habe ein kleines Plus. Aber so richtig gefallen tut es mir nicht. Vielleicht mit Ideen spielen hier Läufer auf G5, den Springer schlagen und anschließend den Springer auf D7 spielen. Aber das geht natürlich jetzt nicht mehr. Er nimmt einfach den Turm und setzt ihn auf D8. Natürlich, er setzt seinen Turm hinter den Freibauern. Das ist okay. Jetzt, wie setze ich fort? Also konkrete Ideen hat Schwarz hier auf jeden Fall drin. Ich komme hier irgendwie nicht voran. Auch mit der Qualle mehr weiß ich nicht so recht, wie ich das weitersetzen soll. Springer D3 ist. Nee, ich glaube, das ist nicht so dolle. Schach vor Schach. Nee, ich glaube, ich setze den Turm auf B1. Mache ein bisschen Druck auf der B-Linie. Ich denke, das ist gesünder. Ja, spielen wir mal einfach den Turm F nach B1. Das glaube ich, ja, kann nicht schlecht sein auf den ersten Blick. Springer D3 gefällt mir aber auch, aber naja. Der Bauer auf F2 ist natürlich gedeckt durch den Turm A2. Das nur am Rande. Ja, mal schauen, was er spielt. Ja, er muss jetzt schon ein bisschen überlegen. Ja, da bin ich noch nicht so fit momentan. Im Rechnen und Reden gleichzeitig. Also meine Idee ist jetzt einfach, die Figuren zu tauschen, ins Endspiel reinzugehen, vielleicht mit beiden Türmen. Vielleicht irgendwann ja die Qualität zurückgeben. Also ich wäre mit einem Remis wäre ich eigentlich schon recht zufrieden. Ich bin da momentan recht ambitionslos. Ja, richtig spannend ist die Partie nicht. Okay, er spielt natürlich den Springer nach E4 und die Figurenkoordination von Schwarz ist natürlich gigantisch. Hier Springer auf F2, Läufer auf F2 und die Dame noch hinten dran. Der Turm auf der offenen C-Linie und der Turm auf der D-Linie unterstützt den Bauern. Also er macht alles richtig. Kann man nur loben. Ich überlege gerade, ob ich einfach den Läufer nach E3 ziehen sollte. Figurentausch, das wäre jetzt das, was ich gerne hätte. Aber ich spiele. Ja. Okay.
Okay, ja, Läufer zurück. Und da kommen natürlich viele Ideen für ihn aufs Brett. Turm ist frei. Läufer E3. Ja, ich weiß nicht. Oder vielleicht. Ja, es ist. Okay, das D4, oh Gott, nicht spielen, schlägt. Ne, D4 glaube ich nicht, das geht nicht. Da kommt Turm A4. Das ist hier Dame auf. Dame muss den Springer decken. Also der Springer ist nach. Ja, D4 darf ich nicht. Ja, oh, okay, er spielt D4. Kann ich den jetzt nicht einfach nehmen? Der Springer auf E4 ist ungedeckt. Wir müssen kurz mal rechnen. Also, Läufer schlägt, Turm schlägt, Springer schlägt, Dame schlägt. Okay, deckt den Springer. Aber Turm auf A4 forciert den Springtausch, Damentausch. Dann ist der Springer aber wieder gedeckt. Ich kann den, ja gut. Aber ist okay. Ich denke, ja, ein Turm. Sollte gehen. Ja, er wird natürlich mit dem Turm zurücknehmen, oder? Das ist. Also ich bin dann doch schon zufrieden mit meiner Stellung. Also Material wird vereinfacht, die Dame nimmt zurück, ja, und jetzt Turm auf A4. Und jetzt kann er natürlich mit der Dame, um den Springer zu decken, nirgendwo hin, außer auf das Feld D5. Und hier würde ich die Dame einfach abtauschen. Und ich glaube, ja, mit der Stellung kann ich gut leben. Das ist noch in Ordnung. So. Ja, es ist nicht einfach, hier irgendwie Fortschritte zu machen. Ich bin recht unzufrieden mit meinem Spiel. Auch mit der Qualität mehr. Es sind die Ideen, die mir fehlen. Wahrscheinlich bin ich hier wirklich zu unerfahren. Er ist halt Großmeister. Er weiß, wie er jede Stellung spielen muss. Und das ist bei mir absolut nicht der Fall. Ich denke hier nicht tief genug. Natürlich 15 Minuten sind auch nicht genug Zeit zum Tiefdenken. Nicht für mich. Ich brauche da immer etwas länger, um konkrete Ideen und Pläne aufs Brett zu bekommen. Aber naja, jetzt schauen wir mal. Also, die Dame wird sehr wahrscheinlich auf das Feld, ja, geht auch auf das Feld D5, dann nehme ich sie auf jeden Fall auch raus. Der Bauer wird zurücknehmen. Und jetzt könnte ich auf B7 schlagen oder roter Matt. Weiß jetzt nicht davor. Vielleicht auch einfach den Bauern auf D5 angreifen. Ja, die Zeit wird langsam auch knapp. Es ist, ja. Ich bin ein Depp. Na, ich hätte den Bauern einfach nehmen können auf B7. Auf C1 droht kein Matt. Der Springer deckt das Feld ab. Tja, okay. Das ist natürlich wieder nix. Mal schauen. Das ist ärgerlich. Aber okay. Ich werde. Okay, ich brauche. Also mein König braucht auf jeden Fall ein Luftloch. Mal schauen, was Schwarz jetzt zieht. Er zieht den Bauern vor. Okay. War ja angegriffen und ich sorge für mein Luftloch. Greift den Springer an. Der wird wahrscheinlich auf das Feld F6 vielleicht zurückziehen. Sich zurückziehen oder halt angreifen. Über C3. Ist das eine Option? Ja. Oh, er geht auf das Feld D6. Da kann ich doch einfach meinen Turm auf D5 stellen und den Turm, den Bauern auf D4 abholen. Also jetzt ist einfach, also jetzt ist einfach nur einfaches Denken angesagt. Mal schauen, was er macht, wie er hier weiterspielt. Ah, okay. Den Bauern kann er noch decken. Turm auf C4, aber ich weiß nicht, ob ich hier nicht noch was habe. Springer E5 greift den Turm an. Das ist, glaube ich, gut. Ja, und dann müsste er, um den Bauern zu decken, nach A4. Aber das sieht alles sehr krumm aus. Ich glaube nicht, dass er das so spielen wird. Ich habe hier Springer auf D7. Sehr kraftvoll.
Ja, also es ist sehr verzwickt, das Ganze. Mal schauen, was er spielt. Zieht er was anderes, dann nehme ich den Bauern raus. Dann mal schauen, wie es weitergeht. Also ich glaube, die Remisbreite ist ja noch relativ hoch. Okay, er geht auf das Feld C7, da nehme ich den Bauern einfach raus. Ich muss auch immer aufpassen, dass keine Gabeln drohen. Okay, er spielt natürlich jetzt recht flott. Er ist eine Minute hinten, anderthalb Minuten. Ich muss auch mal ein bisschen mehr auf die Zeit gucken. Nicht so viel labern. Springer auf G4 ist hier angesagt. Da gefällt mir mein Springer recht gut. Springer F6 und so Geschichten mit Schach stehen im Raum. Oder aber auch einfach Springer auf H7. Und dann den Springer abgrasen. Also die Remisbreite ist hier wirklich drin für mich, obwohl ich eigentlich die Qualität mehr habe. Ich bin hier so ambitionslos. Das ärgert mich ein bisschen. Ich muss ein bisschen mehr auf Gewinn spielen. Aber es ist pures Angstschach, was ich hier, glaube ich, spiele. Jetzt schauen wir mal. König hin. Jetzt könnte ich eigentlich die Türme verdoppeln. Ja, und dann. Ja, Turm schlägt D6, Läufer schlägt D6. Und, dann. Na, das wäre natürlich schön. Wird natürlich nicht so aufs Brett kommen. Aber irgendwie, ja, bin ich mehr so in Remis-Laune. Ich muss auch ehrlich sagen, es ist unglaublich peinlich. Mir fällt hier nichts ein. Also, es ist. Ja, ich hätte viel lieber gerne so verwickelte Mittelspielstellungen. Das liegt mir dann eher, aber irgendwie finde ich mich mit dieser Stellung nicht so zurecht. Ich springe, oder besser gesagt, sein Springer, der steht da, sein Läufer kann auf die Diagonale kommen und meinen Turm fesseln. Das droht alles. Also Läufer auf C5. Ja, was ziehe ich hier? Ich glaube, ich verdoppel die Türme auf der D-Linie. Und dann muss ich halt aufpassen, dass keine, ja, dass mein Turm nicht aufgespießt wird. Okay, er greift den Turm auch direkt an mit Springer auf F5. Ja, und dann ziehe ich den Turm einfach mal nach vorne. Und Turm schlägt F5 wäre eine weitere Idee. Ja, würde die Bauern ein bisschen auseinanderreißen. Er hätte dann das, na okay, spielt H5. Jetzt muss ich ja mit dem Springer ziehen. Den ziehe ich mal nach E5. Wie gesagt, ich würde gern die Qualle zurückgeben für ein Remis, aber so richtig die Chance gibt er mir hierfür nicht. Vielleicht noch ein bisschen auf Figurenjagd gehen, Springer auf D7, Turm auf D7, das ist auch was. Ja. Ja, siebte Reihe, das wäre schön. Dann vor. Ja, also sehr unaufregend, diese Partie. Und da sieht man auch gleich, wo meine Defizite liegen. Ja, was überlegt er? Okay, er geht auf die zweite Reihe, natürlich. Das ist okay. Na, ziehe ich einfach mal den Turm zurück. Ich muss dazu sagen, also die Springergabel, die droht hier nicht. Die droht nicht. Ich kann jederzeit einfach den Turm zurückziehen auf D2. So. Und ich will Figuren tauschen. Es sieht zwar krumm aus, vielleicht wäre die siebte Reihe wesentlich sinnvoller gewesen. Jetzt auch wieder. Jetzt geht er zurück auf C7. Na klar, 39 Sekunden. Er zieht gute Züge, verschlechtert seine Stellung nicht. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich nicht in irgendeine Gabel reinrenne und spiele meinen Turm auf B1. Der Springer ist gedeckt. Er greift meinen Turm auch gleich an. Ja, gehe ich einfach mal gegen. Fessel seinen Springer. Biete meinen zum Tausch an. Ja gut, dann tauschen wir halt einfach mal ab. Das sollte doch ja im Remishafen drin sein, aber mit der Zeit, da bin ich immer ein bisschen hektisch, wenn ich lange Partien spiele, beziehungsweise Rapid-Partien. Gut. Ja, es sind so Sachen, denn man würde gerne die Türme verdoppeln auf der B-Linie, aber Turm auf B4 liegt so ein bisschen im Finger, aber den würde er einfach rausnehmen. Ich spiele meinen König ins Zentrum. Ich glaube, da ist er gut aufgehoben. Gut, Läufer auf F6, beherrscht die komplette Diagonale. Und ich muss aufpassen, dass ich mit meinen Türmen nicht rein zufällig mal in der Hektik auf die Diagonalen raufkomme. Okay, da ziehe ich meinen Turm dazwischen. Gerne würde ich jetzt die Türme tauschen, lässt er nicht zu.
Gut, dann halt wieder zurück und diesmal greife ich den Bauern an. Er zieht ihn einfach vor. Jetzt kann ich ihn nicht rausnehmen. Ha, wieder eine hübsche Falle. Läufer auf D4 droht natürlich direkt, aber ich muss sagen, das wäre im Gewinnsinne bzw. im Remis-Sinne besser. Ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren. Laber hier zu viel. Meine Zeit wird immer knapper. Ich gehe auf die siebte Reihe. Er gibt mir ein Schach. Okay. Immer aufpassen, dass keine Spieße drohen. Okay. König rüber. Er gibt nochmal Schach. Ich gehe weiter mit meinem König Richtung Bauern. Geht zurück. Er will natürlich am unten abgrasen. Okay, vielleicht mit 16 Sekunden. Ich muss irgendwas ziehen. Ich ziehe jetzt meinen König einfach weiter Richtung Damenflügel. Er gibt einen Schach. Ich ziehe meinen. Ja, geht nicht vor. Ah, jetzt versaue ich es wieder. Jetzt versaue ich es wieder. Ah, gibt's das? Gibt's das? Unglaublich. Ja, das kann ich aufgeben. Das ist. Ja, das ist nicht mehr zu gewinnen. Okay, jetzt. Ah, hat noch nicht mal. Ja, aber das ist trotzdem verloren. Da geht nichts mehr. Also. Das war, ich sage ganz ehrlich, keine gut gespielte Partie von mir. Ich bin auch etwas ratlos. Also meine erste Partie hat mir wesentlich besser gefallen. Da waren so diese Vorbereitungen, die ich hatte, die war gut. Da konnte ich mehr analysieren, da hatte ich eine Mittelspielstellung. Aber diese Sache hier habe ich absolut schlecht gespielt. Ich muss sagen, dass ich an, ja, dass es mir an Ideen gemangelt hat, irgendwie den Vorteil der Qualität auszunutzen. Ich bin wahrscheinlich mit diesen Art von Stellungen einfach überfordert. Ja, was war der Fehler, beziehungsweise ja, was waren die Schlüsselstellungen? Ich denke, dass der Bauernzug nach D5 ein Fehler war. Das war eine Schlüsselstellung von Schwarz. Und anschließend, ja, hatte ich. Ja, die Qualität konnte ich gewinnen, aber die Stellung hat sich dann halt am Damenflügel geöffnet. Meine Figuren waren recht unkoordiniert. Ich hatte keine wirklichen Angriffsziele. Und ja, Schwarz hat das schon recht gut gemacht. Mit dem, was er auf dem Brett hatte, war er koordiniert. Und es ist halt mit wenig Material auf dem Brett recht schwer, gegen gut koordinierte Figuren vorzugehen. Mir hat es am Gewinnplan gefehlt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch jetzt nicht ganz genau, wo jetzt mein Riesenfehler war. Gut, am Ende mit der Zeit, da bin ich einfach schlecht. Da ziehe ich nur irgendwas, da will ich über die Zeit kommen. Vielleicht wäre es sinnvoll, zukünftig Partien zu spielen mit einem Increment von 2 Sekunden oder sowas, aber ich bin mir nicht sicher, ob das auch wirklich helfen wird. Ja, am Schluss hat das einfach ganz souverän zu Ende gespielt, hat die Bauern abgeholt und ja, verdient gewonnen. Ich glaube, in dieser Partie hatte ich mehr Chancen als in der letzten Partie. Zumindest objektiv, ja, wenn man sich das alles anschaut. Ich weiß echt nicht, warum meine Figuren so schlecht standen, warum ich keine Ziele hatte. Aber sei es drum, er hat verdient gewonnen. Ob ich B2, B4 im Sizilianer nochmal spielen werde, gegen Niklas wahrscheinlich nicht. Ich werde aber sehr sicher solidere Sachen spielen. Dann ist auch mehr auf dem Brett. Als Fazit kann ich sagen, die Eröffnung ist, ja, ich denke, genauso gelaufen, wie ich es gerne hätte. Ich hatte Raumvorteil am Damenflügel. Das Spiel wurde auch an den Damenflügel verlagert. Ich habe die Qualität gewonnen. Das war okay. Aber das reicht leider nicht. Der König muss matt gesetzt werden. Und nach dem Qualitätsgewinn sind mir einfach die Ideen ausgegangen. Eventuell war noch ein Schlüssel. Der Bauernzug nach D4. Der Springer war nicht mehr gedeckt. Turm auf A4 fand ich ganz witzig. Der Damentausch, der kam dann doch mir entgegen. Aber am Ende hat er mit seinem Material mehr gearbeitet als ich mit meinem Material und hat dann auch die Drohungen aufgestellt. Ich habe Ideen losgespielt und ich glaube, ich muss noch etwas Training nehmen beim Niklas. Muss mir noch ein paar seiner Videos anschauen. Vielleicht wird dann auch die Partiephase mit der Qualle mehr bei mir etwas besser. Ich möchte mich an dieser Stelle natürlich bedanken bei Niklas, dass er mir die Chance gegeben hat, eine Rückkampfpartie zu spielen gegen ihn. Und natürlich auch an alle, die hier zuschauen. Es tut mir leid, dass ich einmal mehr gegen Niklas verloren habe. Ich hoffe, die Partie, die war trotzdem unterhaltsam, auch wenn es nicht ganz so spannend war wie in der letzten Partie. Aber.
Naja, vielleicht gibt es ja noch eine dritte Partie irgendwann. Und dann schauen wir einfach mal, wie es dann ausgeht. Auf jeden Fall habe ich dann wieder die schwarzen Steine. Und ob Niklas nochmal das Evans Gambit gegen mich spielt, ist die Frage. Und ob ich nochmal die 5 spiele im Evans Gambit, ist auch die Frage. Ich denke, er weiß darüber nun wirklich gut Bescheid. Und über B2, B4 muss er sich eigentlich keine Gedanken machen. Dame auf B6, Dame C6, alles Züge, die vollkommen in Ordnung gehen. Nur der Zug D5 öffnet meine Läuferdiagonale, gibt seine Dame keine Rückzugsfelder. War ein Fehler. Und ich muss das Ding mal analysieren, um zu schauen, was ich alles falsch gemacht habe. So viel für heute und für jetzt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.